Hallo Leute, grüß euch, willkommen bei meinem neuen Videoblog. Tja, und einmal eingangsmäßig kann ich nur sagen, ja, ihr kennt das eh wahrscheinlich, zweitens kommt es anders, erstens als man denkt. Ja, und das ist zweierlei. Erstens einmal, ihr könnt euch ja vielleicht noch erinnern von meinem letzten Videoblog, wo ich gemeint habe, tja, in einer Woche schaffe ich den neuen online zu stellen. Ja, das war es nichts und das hat eigentlich mit dem zweiten, eigentlich, was man anders denkt, zu tun. Und zwar, dass ich unerwartet da einen sehr interessanten Schirm zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich habe das eh schon eingangs gesehen, den Bonanza 2 von Jin, der aktuelle C-Gleitschirm. Und kann man gleich mal vorweg sagen, der Streckenkilometerfresserschirm. Ja, und das fand ich halt sehr, sehr spannend, weil ich bin schon längere Zeit kein Jin geflogen. Der letzte Jin, den ich geflogen bin, war ein Bumerang. Ich weiß nicht, welcher das jetzt war, der letzte, ich glaube der letzte Dreiliner-Bumerang war das. Also ist das schon eine ganze Weile her. Und ich hatte längere Zeit auch privat einmal einen Bumerang und das ist noch länger her, den Nomad, den D-Gleitschirm. Also der 2 bis 3er, glaube ich, war das damals sogar noch, ja, ist halt schon eine Weile her und da war es halt auch wieder mal spannend, einen aktuellen neuen Gin-Gleitschirm zu fliegen. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht, war eine spannende Sache. Aber dazu mehr dann im Video. Ja, und dann gleich einmal, muss ich ganz am Anfang gleich einmal sagen und jetzt zum Schluss, einen riesengroßen Dank an den Simon vom Fly Connection Arlberg, der mir den Schirm dann zur Verfügung gestellt hat. Das ging dann sehr, sehr flott. Ein ganz funkelnagelneuer Schirm sogar. Ich durfte den einfliegen. Immer ganz was Besonderes. Die Flieger unter euch, die das Video da sehen, werden das sicher erkennen. Knistert ein neuer, toller Gleitschirm. Das erste Mal fliegen, auspacken, hat doch schon mal ein bisschen was. Ja. Ein bisschen erotisch, könnte man ja fast sagen. Okay, Scherz beiseite. Ich wünsche viel Spaß mit der Schirmvorstellung. Test kann man ja nicht wirklich sagen. Aber ich denke, es sagt schon ein bisschen was aus über den Gleitschirm. Und ja, kann man sagen, viel Spaß mit den nächsten Minuten. Ja, und da liegt da schon der Flügel der Jin Bonanza 2. Schauen wir uns mal das Ding einmal genauer an. Was beim Auspacken des Bonanza 2 gleich aufgefallen ist, ist die tadellose Qualität. Also da steckt unheimlich viel Liebe im Detail drinnen. Sehr aufwendig gemacht das Ganze. Der Bonanza 2 ist, wie in der Szene halt schon sehr weit verbreitet, ein richtiger Stäbchenschirm. Wobei zu sagen ist, dass am Obersegel die Stäbchen sehr weit in den Flügel hineinreichen. Aber die Stäbchen wiederum haben auch einen unbestreitbaren Vorteil. Wie man hier sehen kann, ja, die Eintrittskante ist wunderbar schön ausgebildet und die Zellen bleiben beim Starten auch offen. Alles ist auf Leistung ausgelegt beim Bonanza 2. Ja, das geht auch bei den Tragegurten und den Leinen weiter. Die Tragegurte sind recht schmal und für einen Solo-Gleitschirm auch relativ kurz. Diese sind recht aufwendig gestaltet. Man sieht dies hier auch recht schön mit den Umlenkungen und Verbindungsleinen. Ja, alles wegen der Leistung. Und wie man hier auch sieht, der Bonanza 2 hat keine C-Handles. Was aber nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, denn die C-Tragegurte lassen sich sehr gut greifen und so lässt sich der Bonanza 2 mit diesen sehr effektiv und gut steuern. Die Bremsgriffe sind mittels Magneten am C-Tragegurt befestigt und die Bremsleine geht, wie man hier schön sieht, durch einen Keramikring durch. Die Magnete der Bremsgriffe haben leider keine besonders hohe Haltekraft. So sollte man beim Bodenhandling oder nach der Landung, wenn man zum Zusammenlegplatz geht, aufpassen, dass es da keinen Leinensalat gibt. Abschließend zu den Tragegurten ist zu sagen, auch hier ist die extreme Detailverliebtheit von Jin zu sehen. Und zwar mit den Bonanza 2 Schriftzug am A-Tragegurt oder die farbig kodierten
montierten Einhängeschlaufen der Tragegurte. Ja, das sind halt so die kleinen Details, die einem gefallen können. Und noch etwas zu den Leinen des Bonanza 2. Tja, was soll man sagen? Es ist ein Dreiliner, in Wirklichkeit eine Hybrid-Dreiliner, weil die C-Leinen-Ebene gabelt sich ganz oben noch ganz kurz einmal, aber wirklich eine kurze Gabel. Dann es sind relativ wenig Leinen, die sind, wie man sieht, unummantelt und nicht farblich kodiert. Ja, und leistungsorientiert natürlich auch sehr dünn. Ja, und wie man hier auf dem Bild sehr schön sieht, die Leinen neigen leider auch zur Schlaufenbildung. Daher Vorsicht bei den Startvorbereitungen, denn ein Schlauferl kann man da mal schnell übersehen. Und bevor es in die Luft geht, tja, ich hatte da die L-Größe des Bonanza 2 hier. Man sieht es hier auf dem Typenschild, der geht von 95 bis 115 Kilo. Ich hatte den Bonanza 2 mit knapp 110 Kilo geflogen. Und weil man es hier so schön sieht, der Bonanza 2 in L hat 5,2 Kilogramm Kappengewicht. Naja, Jean sagt Semi-Light-Bauweise, aber ein Walk-and-Fly-Schirm ist er mit dem Gewicht dann doch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, so ein Flügel gehört einfach mal in die Luft. Ja, und ein Flug beginnt halt ganz einfach mit dem Start. Ja, und dazu ist zu sagen, im Großen und Ganzen problemlos. Was aber auffällt, das machen im Grunde eigentlich jetzt alle neueren die meisten neueren Gleitschirme, die Kappe steigt relativ langsam, aber gut, also kein Hängenbleiben oder dergleichen. Ja, aber möchte auch ein bisschen geführt werden. Und etwaige Korrekturen gehen da sehr leicht von der Hand. Der Schirm reagiert sehr gut auf die Steuerinputs. Der Bonanza 2 trägt recht flott und sehr schnell ist man in der Luft. Und man merkt sofort, man hängt da unter einen Rasseflügel. Nur ein bisschen Spaß darf sein. In der Luft angekommen. Ja, wie hier schon gesagt, der Bonanza 2 ist da ein recht flotter Genosse. Und das Zweite, was einen gleich einmal, zumindest mir, gleich einmal sehr gut gefallen hat, ist das Handling des Bonanza 2. Das ist wirklich fein. Und sehr schön dabei ist auch, man braucht gar nicht viel an den Bremsen ziehen, dass der Schirm den Radius einschlägt, den man sich wünscht. Was auch recht erfreulich ist, denn, man muss das halt leider auch sagen, der Bremsleinendruck des Bonanza 2 ist schon ein wenig höher als bei so manchem Mitbewerber. Klar, das ist auch Geschmackssache, keine Frage, nur ich denke mir halt bei langen Flügen, so bei 6 Stunden plus und aufwärts, könnte man das vielleicht unter Umständen spüren. Aber wie ich schon am Anfang ja sagte, der Bonanza 2 ist eher, naja, spaßig ausgedrückt, ein Rasseschirm. Und solch ein Schirm gehört ja auch eher in erfahrene Pilotenhände. Und der Schirm ist zum Streckenfliegen gebaut, eindeutig. Aber dazu etwas später mehr. Ja, und da ist natürlich ein aktiv fliegender Pilot gefragt. Und das heißt, mit Gewichtsverlagerung und den dezenten Bremsleinenweg, den man dazu braucht, um die Kurven zu fliegen, ja, dann ist eigentlich alles im grünen Bereich. Nur, das muss man eben wissen. Aber zurück wieder zum traumhaften Handling des Bonanza 2. Wie man hier an der Flugspur des Videos gut sehen kann, ja, die vielen, vielen Kreise, ja, da hat mir das Handling schon sehr geholfen, da Meter zu machen. Und was hilft einem das beste Kurvenhandling, wenn der Schirm gräbt oder hebelt? Ja, aber der Bonanza 2 macht beides nicht. Er ist ein wirklich guter, ja, Klettermaxe in der Thermik und das ist natürlich zum Streckenfliegen recht essentiell, würde ich einmal sagen.
Ja, und wie schaut es dann weiters aus mit dem Geradeausfliegen, sprich Gleiten gegen den Wind in bewegter Luft und thermischen Bedingungen? Ja, das kann der Bonanza 2 ausgesprochen gut. Er nimmt wirklich jedes Steigen super mit. Er stellt sich bei den Böen eigentlich überhaupt nicht auf. Es ist sehr, sehr pitchstabil. Also es macht regelrecht eine Freude, mit dem Schirm da Meter zu machen. Dies kann man natürlich auch für den beschleunigten Flug sagen. Der Bonanza 2 ist da sehr brav und sehr effektiv. Wie man im Video sehr schön sehen konnte, ich hatte da zeitweise ein ziemliches Saufen und ich dachte mir, naja, da komme ich nicht mehr zur hohen Wand zurück. Ja, aber der Bonanza 2 hat mich da nicht in den Stich gelassen und dank des guten Gleitens und des Handlings dann wieder Höhe machen zu können an der Wand, das war schon mal sehr überzeugend. Und noch ein paar Worte zu der Kappencharakteristik des Bonanza 2. Denn manche Piloten meinen, dass der Schirm, dass die Kappe ein Brett ist oder dass auch einmal die Flügelenden recht weich werden können und gern klappern. Naja, das kann ich persönlich nicht so ganz behaupten. Ja, die Schirmkappe ist schon sehr kompakt, aber das ist sicher auch zum Teil bauartbedingt, weil man da ja schon von einer Durchlattung und mit vielen Zellen sprechen kann. Das ist halt so. Aber die Kappe gibt trotzdem sehr guten Feedback, was die Luft um einen macht. Und über die Bremsen kann man das ausgesprochen gut handeln. Ja, der Schirm macht genau das, was man will. Ja, und die Ohren, naja, die sind ein bisschen weicher, aber flattern und klappern, das hatte ich nicht. Aber das wird natürlich auch sehr von der Flächenbelastung abhängen. Das Kappenfeedback kommt meinem Gefühl nach mehr über die Tragegurte als über die Bremsen. Der schönste Flug geht auch einmal zu Ende und dann geht's ums Landen. Und da ist eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Der Bonanza 2 hat da sehr, sehr lange Steuerwege. Der Abrisszeitpunkt kommt sehr spät, vor allem für einen Seegleitschirm. Also da gibt's eigentlich überhaupt kein Problem. Tja, außer da, da war ich ziemlich im Leh und die letzten Meter hat so richtig ausgelassen. Aber man kann sagen, der Schirm flärt auch sehr, sehr gut aus, wenn man halt kein Saufen hat. Ein Kniefall. Wieder am Startplatz angekommen. Ein wenig Startplatzgeflüster. Anziehen. Anziehen. Ein Bonanza 2. Ah, ja genau. Der ist auch nicht immer im Winter, gell? Ja, wollen wir schauen. Hallo, grüß dich. Jetzt da. Gut, danke. Oder gerade ein Ballerwatsch benannt. Ja, da die Dings runtergehen, die... Nicht bremsen, halten nicht so fest. Bitte. Was ist das für ein Gin? Bonanza. Bonanza 2 Gin. Ist der 2, der 1 bis 2er, gell? Nein, das ist C. C? Ah, okay. Aber die Leine, gut, also, das haben gesehen, das ist eine klassische Streckenmaschine eigentlich. Der kniet halt auch noch ganz neu. Der ist nagelneu. Du musst neu testen, oder was? Ja, ja, für meinen Blog. Okay. Have a nice flight. Ja, schauen wir mal. Alles klar. Ciao. So, danke. So, Manfred. Der Bord zerstört mindestens ein Gleitzahl vom Schirm. Ja, ich weiß eh, aber du, aber weißt du, wie gut, dass er Thermik anzeigt? Wupp. Das ist perfekt, was glaubst du? Oh, da wieder weg, ja. Kein Vor- und Nachteil. Aber da fällt eh wieder. Jetzt ist der Marsch schon zu lang. Okay, na dann. Gut, was ist denn das? Ein Bonanza 2. Das war Gin. Danke.
Aber ich warte ein bisschen am Wind, ich möchte mal gescheit verkehrt aufziehen. Will nicht. Der Vorführeffekt. Langsam kommen wir zum Ende dieses Videos und ja, wie immer kann man ja schon sagen, kommen wir zum Resümee und für welche Pilotengruppe der Bonanza 2 gedacht ist. Und da kann ich auch gleich einen Tipp geben, und zwar schaut doch auch einmal, vor allem die Piloten, die sich für den Bonanza 2 möglicherweise interessieren, schaut mal auf die Gin Homepage, die meiner persönlichen Meinung nach sehr schön gemacht ist, übersichtlich und vor allem noch wichtiger, informativ ist. Da ist beim Bonanza 2 als Header, also als Überschrift zu finden, für XC-Puristen. Und des Weiteren, der Bonanza 2 ist Jim Gliders Hochleisterflügel in der Sportklasse. Treffender kann man den Flügel gar nicht beschreiben, würde ich einmal sagen. Und ja, der Bonanza 2 fühlt sich wirklich wie ein Hochleistungsflügel an. Also vom Gefühl her meinte ich, ich hänge da unter einem D-Gleitschirm. Und ja, der Bonanza 2 ist auch sehr dynamisch und ich persönlich würde ihn eher an der oberen Ecke der C-Klasse einordnen. So empfiehlt sich der Bonanza 2 für Piloten, die aus der High-B-Klasse kommen, entsprechende Flugerfahrung haben und halt auch viel in der Luft sind, sicherlich auch einmal ein Sicherheitstraining oder mehrere hinter sich haben. Tja, und die halt wirklich auf Kilometerjagd gern gehen wollen. Der Bonanza 2 ist sicherlich auch für Piloten interessant, die aus der D-Klasse kommen und so ein bisschen downgraden wollen, aber nicht das Feeling der D-Gleitschirme vermissen möchten. Und ja, mich persönlich hat der Bonanza 2 sehr, sehr angesprochen. Und ich war, muss wirklich ehrlich sagen, schon ein bisschen wehmütig, als ich den Schirm wieder zurückgeben musste. Das knackige und direkte Handling und natürlich auch die Flugleistung betreffend beschleunigtes Gleiten und Gleiten in bewegter Luft gegen den Wind. Also da passt für einen XC-Flügel wirklich alles. Für leistungsorientierte Piloten, die vielleicht nicht gleich in die D-Klasse wollen und eher unter Anführungsstrichen klassisch unterwegs sein möchten, naja, die sollten sich vielleicht einmal den Bonanza 2 ein wenig genauer ansehen. Fast hätte ich vergessen. Einen Tipp hätte ich noch für euch. Wer sich für den Bonanza 2 interessiert, bestellt euch einen Zellenpacksack mit dazu, denn der ist serienmäßig bei der Auslieferung des Schirms nicht dabei. Man tut sich ungleich leichter beim Zusammenpacken des Bonanza 2. Abschließend könnte ich noch sagen, der Bonanza 2 könnte sich vielleicht zu einem Klassiker entwickeln. Das Zeug hat er auf alle Fälle dazu. Ja, und mancher kennt ja vielleicht diese Melodie noch, vor allem die etwas, unter Anführungsstrichen, älteren Piloten. Und das war schon wieder mit dem Videoblog über den, ja, muss sagen, recht geilen, also mir hat er schon ganz gut gefallen, der Bonanza 2. Und ja, Leute, ich kann nur eins sagen, probiert das Teil einmal, wenn ihr das in die Finger bekommt. Ich meine, was ich so mitbekommen habe, in Österreich gibt es nicht viele, die Gin vertreiben, oder nicht so viele, aber schaut euch den Schirm mal an, der hat was. Also vor allem für Leute, die wirklich streckenflugaffin sind und Kilometerfresser, ja, da könnte der Schirm wirklich interessant sein. Zahlt sich aus, einmal das Ding Probe zu fliegen. Ja, was soll ich noch sagen? Leute,
Ich möchte noch wieder mal, ich weiß, ich habe das eingangs schon gesagt, nochmal vielen Dank an den Simon, und zwar, dass er mal riesen, also der Simon eben vom Fly Connection Adelberg, von dem ich den funkelnagelneuen Schirm bekommen habe. Und ja, ich meine, ich war wirklich überrascht. Ich glaube, ich habe das eh schon da jetzt im Video gesagt. Wie der angekommen ist, das habe ich noch nicht erlebt, wie ein Gleitschirm so toll eingepackt sein kann. Der ist sogar in einen Schutzvlies Zelle auf Zelle eingepackt. Das habe ich noch bei keiner Firma gesehen. Also sensationell. Ja, sehr wertvoll. Aber gut, er ist auch wirklich gut verarbeitet und sehr aufwendig. Habe ich ja eh schon gesagt. Also das war wirklich eine große Überraschung, wie der gekommen ist. Ganz toll. Also Simon, vielen Dank, dass du mir den so schnell und unproblematisch geschickt hast und vor allem, dass du wirklich Geduld gehabt hast mit mir, weil ich ihn doch wieder ein bisschen länger gehabt, weil das Flugwetter hat ja, tja, war nicht so berauschend, und ich wollte ja da ja wirklich einmal mindestens zwei etwas längere Flüge machen, also einen gescheiten Thermiflug zumindest einmal auch dabei, den ich ja zum Glück machen konnte, der wirklich recht geil war. War wirklich schön. Und dass ich ihm über den Schirm was sagen kann. Danke, dass du Geduld mit mir gehabt hast, Simon. Das war wirklich nett von dir. Dankeschön. Ja, Leitlern, ich kann eins sagen. Vielen Dank, dass ihr eben da wart und zugesehen habt und bis jetzt durchgehalten habt. Na, ich hoffe, das nicht so schlimm war. Und würde mich freuen, eben, ihr wisst ja eh, sowas motiviert halt immer so einen Filmemacher und einen YouTuber, einen Daumen hoch dazulassen oder, wenn es auf Vimeo ist, ein Herzerl dazulassen. Das motiviert halt und freut mich, oder halt darunter was auch hinzuschreiben, darunter unter dem Video. Das ist immer ganz nett und freut mich. Ich kriege immer wieder mal auch eine PN-Nachricht, von meistens eben auf YouTube. Dankeschön. Also ich bemühe mich zu beantworten, immer die ganzen Sachen, wenn da Fragen kommen. Aber bitte lasst mir Zeit. Ich schaue nicht so regelmäßig, dass ich mich anmelde auf YouTube. Und da kann es ein bisschen dauern. Bitte ein bisschen Geduld. Ich vergesse nicht auf euch. Ich schaue schon. Also wenn eine Frage ist, sehe ich schon. Aber bitte ein bisschen Geduld. Dankeschön. Gell? Na Leute, da bleibt noch eins über. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, schauen wir, wann das nächste Video online geht. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen. Ich meine, das nächste Thema, also ein Thema ist jetzt schon mal fix. Da kann ich schon was machen, aber wie lange es jetzt dauert, weiß ich nicht. Vielleicht kommt wieder irgendwas dazwischen. Schauen wir mal. Also es steht so ein bisschen was an, aber sagen wir mal, ich bemühe mich, dass es nicht allzu lange dauert. Leute, hat mich gefreut. Bis dann. Servus und tschüss.